Also er hat jetzt 7 gemacht, der letzte war RP10. Das heißt, er sollte eigentlich jetzt nicht mehr als 5 ohne meine Hilfe schaffen. Sonst ist er nicht mehr nerdy. Du gehst unter ohne mich. Nee, lass. Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner. Das ist... Yo, what's poppin', my friend? Paul's Genetics hier. Jawohl, Misha, Jan ist am Start in Berlin. Jetzt wird mal Zeit für ein gemeinsames Training. Wir haben es uns gerade ordentlich gegeben. Zumindest einer von uns haben einen geilen Pump abgeholt. Ihr wart mit dabei, deshalb viel Spaß beim Video. Let's pump, Alter. Meine Aufwärmroutine, zumindest in der Wettkampf-Diät, eigentlich immer. Ich mache vor dem Training ja, 15 Minuten meine Schritte, manchmal auch 30, manchmal auch 45. Je nachdem, wie direkt ich nach meinem Frühstück, nach meinem Pre-Workout-Meal ins Gym gehe. Und heute gibt es wieder mal Booster, das geil ist. Diese kleine Packung bekommt ihr einfach mal gratis, wenn ihr über 25 Euro und den Link in meiner Beschreibung stellt. Egal, was ihr euch holt, tobt euch aus, holt euch irgendein Supplement, was ihr wollt. Meine Empfehlungen kennt ihr hoffentlich mittlerweile, ansonsten checkt ein paar andere Videos aus und habt einfach mal Goat für unterwegs, perfekt am Start. Und könnt es am Laufband hoffentlich ohne viel Schmutz konsumieren und habt sogar noch einen exklusiven Geschmack. Es gibt auch noch 3 andere Exclusives, die ihr euch aussuchen könnt dann beim Checkout. Aber jetzt erstmal ein bisschen Booster rein, ob Misha dann gleich Booster nimmt, ich weiß es nicht. Aber bei mir auf jeden Fall ein Muss heute. Geschmacklich könnte ich mir den definitiv jeden Tag geben, aber macht leistungstechnisch alles andere als viel Sinn. Deshalb, wie gesagt, höchstens 2-3 Mal die Woche Booster und dann wird eure Trainings next level und ihr bleibt scheiße. Was machst du? Ja, zurückgeben, ich muss ja Booster sparen. Die Stange fühlt sich richtig geil an, also irgendwie extrem easy. Die ist auch nicht so geriffelt wie sonst, sondern irgendwie weicher. Also der Pump wird heute gut. Das ist so ein Phänomen, das ich mir bis heute nicht erklären kann, weil ich ja schon in 500 verschiedenen Gyms trainiert habe, würde ich jetzt sagen. Es gibt in den meisten Gyms so diese 0815 Stangen, die einfach scheiße sind, manchmal sogar verbogen. Aber manchmal gibt es so diese Stangen. Da merkt man einfach so, heute wird's gut. Ist einfach geil. Ja. So, aber was ist das? Ja, gute Frage. Also, falls ihr Maschinenbauer seid oder Mechaniker oder was auch immer, erklärt das gerne in den Kommentaren. Immer langsam rantasten, Leute. 80 Kilo. Wir wollen uns ja nicht verletzen. Schön, Manuel. Was geht bei dir heute? Ich werde die 92,5 jetzt schön 5x5 wegdrücken, Freunde. Okay. Brauchst du Hilfe? Ich bräuchte deine Hilfe. Der Junge, der hält mich hier von meinem eigenen Video ab, das gibt's ja nicht. Aber schauen wir uns mal den Manuel an. Ja. Easy. Come on, 2. Sauber, Alter. Die war noch nie so leicht. 4. Junge. Come on. Also ich glaube, die haben sich noch nie so leicht angefühlt, oder? Schon lange nicht noch hin. Also ich glaube, heute gehen die 140 echt vielleicht wieder auf 8 Reps. Das wäre natürlich crazy. Aber ich habe mich jetzt in den letzten Einheiten darauf fokussiert, mit der Intensität ein bisschen runter zu gehen, dafür die Reps sauberer auszuführen und einfach den Muskel noch mal besser zu spüren, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt versuche, mich extrem zu zwingen, noch mal alles rauszupressen und das Gewicht zu halten, also mein Arbeitsgewicht zu halten. Da mache ich lieber ein bisschen weniger und steuere den Muskel bestmöglich an. Laut dem Coach muss ich jetzt 9 Wiederholungen mit 85 Kilo machen, aber das Wichtigste ist die RPE, also wie viele Reps im Tank bleiben. Das heißt, am Ende müssen einfach 2 Reps im Tank sein. Das heißt, es können auch nur 7 werden, es können aber auch 9 Reps werden. Das also von einem Gefühl abhängig. Ja. Ihr könnt ja auch schätzen, ab wann die RP 8 erreicht ist. Das ist sauber. Easy. 9. Okay. Ja, gut eingeschätzt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die App so, ja, jetzt hast du noch 90 Sekunden Pause. Dann machst du im ersten Satz machst du 6 Reps, im zweiten machst du noch 4, im dritten machst du noch
und dann wird die Gewicht, also geht das Gewicht auf 120 ja, ja. runter. Okay. Und jetzt, ja, das hat der Preis, den du bezahlst für schnelles Training. Ja. Wenn ich jeder hat so, ich meine, du machst es ja hauptberuflich. Ja, ja, ich hab Zeit für mein Training, sagen wir so. Ich mach's nicht mehr hauptberuflich so. Für mich ist es halt, ich will nicht sagen Zeitverschwendung, aber es ist halt so. Ja, ja. Derzeit ist für mich Gym-Time eigentlich auch so Ablenkung. Also in der Diät sowieso, da verbringe ich eigentlich gerne so ja. viel Zeit wie ja. möglich im Training. Deswegen. Ich kann mich erinnern in meiner Diät, Alter, mit Patrick im Gold's Gym. Wir waren manchmal 3,5 Stunden dort. Ja, ja, easy. Einfach um was zu machen. Ja. Einfach um etwas zu haben. Um nicht ans Essen zu denken, Mann. Das war so crazy. Also er hat jetzt 7 gemacht. Der letzte war RP 10. Ja. Das heißt, er sollte eigentlich jetzt nicht mehr als 5 ohne meine Hilfe schaffen. Sonst ist er nicht mehr nerdy. 5 könnten doch gut werden, aber die 6. wird dann schon sehr, sehr geschummelt. Besser mal schauen. Da nehme ich dann lieber die Hilfe von Mischa an. Und er hat dann recht behalten, als dass ich mich jetzt da komplett so rauf wackel. 1, 2, 3, 4. Wow, also die Shreds kommen rein. 5. Ja. No chance, Bro. Du gehst unter ohne mich. Nee, lass. Ja. Yeah. Come on. Easy. Yeah. Ja. Yeah. Ist die Kraft da. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Schön, komm. Ja. Yeah. Gut. Jawohl. Ja. Yeah. Komm. Ja. Yeah. Yeah. Come on. Das war jetzt eine 8,5, 7,5 oder so. Yeah. Schön. Das war eine 9,5. Ja, das war auf jeden Fall 9,5. Der letzte, ja. der wäre jetzt wahrscheinlich so wie bei mir ausgegangen. Ja. Pumps auf veganer Diät. Also ich habe mich erstens noch nie so voll gefühlt und zweitens noch nie so prall im Training selber. Natürlich im Alltag fühlt man sich mal flach, aber sonst im Training von Flachheit keine Spur. Ich esse natürlich auch sehr, sehr viele Kalorien dafür, dass ich auf Diät bin und 7 Wochen out bin. Aber trotzdem, ich habe natürlich auch einen hohen Grundumsatz und nehme nicht umsonst Gewicht ab. Ab. Oh ja. Yeah. Oh. Erste Übung. Der Pump ist absolut real. Crazy. So macht das Spaß. Zweite Übung, bisschen Schrägbankmaschine, weil die Butterfly nicht ganz so geil ist. Normalerweise mache ich Tech-Deck. Wenn du hier deine Upper Chest noch geil aktivieren willst, dann musst du den Arsch. Vorne. Ja, das ist next level bei dir. Dann machen wir maximale Aktivation. Oh, das ist interessant. Ja. Ich hätte nicht mit der Bewegung so weit nach oben gerechnet. Ja, wenn du gerade da stehst, ist es eher eine Schulterübung. Ja. Aber wenn du den Arsch noch weiter nach vorne nimmst, ja, dann stimmt, plötzlich kommt die Upper Chest rein wie nichts, ey. Ja, so ist besser. Das ersetzt jede Kurzhantel-Schrägbank-Variante für mich, die Übung. Nettis räumen hier mal so richtig auf. Wortwörtlich, weil wir räumen unsere Gewichte weg, Leute. Das sollt ihr auch machen. Das tasten wir uns nochmal ran mit 45 pro Seite. Mache ich nochmal so 2 Reps. Wirklich beim Aufwärmen achte ich darauf, nicht zu viel zu machen. Ihr wollt euch nicht vorbelasten, ihr wollt einfach nur schauen, was euer eventuelles Arbeitsgewicht sein könnte. Okay, ist noch easy. Ich glaube, eine 10er noch drauf, dann bin ich ready. Die Veins haben Bock, die Bruststreifen auch. Und der Kopf hier oben auch. Also heute ist echt so ein Tag. Ich weiß nicht, ob es nur am Booster liegt, aber ich fühle mich wirklich gut. Heute in der Früh, ja, mittelmäßig, aber das ist in der Diät halt normal Standard. Vor allem relativ kurz vom Wettkampf. Bei mir ist noch Meckern auf hohem Niveau. So tief bin ich noch nicht, auch wenn es vielleicht so aussieht, aber für den Wettkampf muss noch ein bisschen was runter. Da hat man einfach Schwankungen im Laufe des Tages, im Laufe der Woche. Jeder Tag läuft mal anders und das kann von einer Sekunde auf die andere komplett wechseln. Also vielleicht, je nach der Übung, bin ich komplett im Sack. Aber was ich auf jeden Fall immer feiere in der Diät,
ist ein bisschen Abwechslung. Seht, der Bursche ist noch stark. Hast du irgendwie gemerkt, dass du Kraft verloren hast? Du trainierst jetzt noch dreimal die Woche. Ja. Hast eigentlich keinen Fokus mehr auf Bodybuilding. Wie gesagt, dreimal die Woche 90, 75 Minuten. 75 Minuten, ja. 75 Minuten, wo fängst du? Also sehr knackig. Ja, also was ich gemerkt habe, ist auf jeden Fall dadurch, dass das Volumen massiv zurückgeschraubt wurde, dass ich vor allem auch, und durch die kurzen Pausenzeiten halt, dass ich vor allem bei den Beinen und bei der Brust ein bisschen Kraft verloren habe. Okay. Weil das waren halt so meine Fast-Twitch-dominanten Muskelgruppen. Ja, ja, formtechnisch, also ein Kilo habe ich sicher verloren. Sieht man nicht viel Unterschied, finde ich. Ja, ich denke, für so ein normales Auge nicht erkennbar. Ja, ja. Aber ich merke es vor allem, dass ich wieder besser in Jeans reinpasse und auch wieder so ein bisschen einfachere Hikes. Also wenn du so... Also ausdauertechnisch. Ja, Ausdauer ist besser geworden, weniger Sauerstoff im Muskel. Ja. Also wenn ich nur eine Übung für den Mid-Back haben könnte, für den Rest meines Lebens, wäre es knapp zwischen der und einer T-Bar abgestürzt. Schau mal, schon hier kannst du die Traps aktivieren. Ja, ja. Also hier schon so. Ja. Ja. Schön. Ja. Und ihr seht, die Ellbogen sind nicht nah am Körper, absichtlich, weil wir wollen hier Mid-Back-Traps. Ja. Ja, die sollten in einer Linie mit dem Griff sein, oder? Ja. Das fährt schon wieder richtig rein. Ja. So krass. Ich habe gerade übrigens Feedback vom Coach bekommen. Täglich gibt es Form-Updates und der Arsch, der kommt hier schon ganz gut rein. Gewicht lag heute bei 101 Kilo. In 2 Tagen sind es genau 7 Wochen. Und alles nach Plan. Wir machen so weiter. Ich hatte sogar gestern 100 Kilo. Habe auf einmal 2 Kilo über Nacht gedroppt. Warum auch immer. Hören schon, wie sich das entwickelt. Aber ich denke, beim Wettkampf werde ich so auf... Ja, 97 rauskommen, auf jeden Fall. Wenn es tiefer geht, geht's tiefer. Wenn es nicht tiefer geht, umso besser. It's time to work, baby. Nochmal 4 Sätze. Der Rücken, der hat Bock. Let's go, man, let's go. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, you know, flexing on me. My attorney gonna call and collect. Blessings on blessings for me. My success has only made them envious. They got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect. And I heard you know so and so, you're not a threat. Cause I really know so and so, they like my family. Die Diätschwäche kommt auf jeden Fall an. Jetzt auch wird's von Satz zu Satz ein bisschen schwerer. Der Muskel ist sowieso voll. Feeling ist over the top. Also, genauso soll es sein. Ja, schön. Ja, weiter. Ja. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, no flex. Schön. Ha. Jetzt. Der war nur knapp. So. 9,5. Und jetzt. Training beendet. Tschüss. Misha hat anscheinend keinen Bock mehr. Ich werde trotzdem mein Training weiterhin durchziehen. Deshalb mache ich jetzt nochmal gut weiter. Ich habe noch 3 Übungen vor mir. Wie gesagt, die schöne Ruderübung, hintere Schulter und dann vielleicht nochmal Waden. Mal schauen, wie der kommt. Okay, genau, das ist schon stabiles Gewicht. Drei von vier. Last one, baby. Rücken, das ist einfach geil.
Also Rückentraining macht mir echt mitunter so am meisten Spaß. Brust geht so, Arme sowieso gar nicht. Also ich hasse wirklich Armtraining. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde es einfach nervig. Immer noch an den Armen. Ja, ich habe halt früher, deshalb ist auch meine Vermutung, dass meine Arme so vorteilhaft gewachsen sind. Einfach mit relativ unsauberer Technik Rücken trainiert, bis er das Muskelgefühl einfach nicht so krass entwickelt. Viele kennen es vielleicht, Rücken anzusteuern, muss man können, kann nicht jeder. Und am Anfang, sag ich mal, der paar Trainingsjährchen, ist es halt einfach so das Schwerste, jeden Muskel richtig gut anzuspannen, also anzusteuern während der Übung. Alles raus von Baby. Wir sind ein Pferd, Leute. Grasfresser. Letzte Übung jetzt, hintere Schulter nochmal reizen. Die bekommt bei mir auch immer gut auf die Fresse. Oh ja, okay. Oh. Schauen wir uns die Form noch mal kurz im Posing-Raum an. Posing ist derzeit sowieso everyday am Start, teilweise sogar zweimal, meistens zweimal, damit es auch perfektioniert wird. Vor 2 Jahren in L.A. hat er das Ganze auch schon mal begutachten können, das heißt, er weiß jetzt auf jeden Fall, ob was gegangen ist oder nicht. Wir wissen das, was gegangen ist, aber wie konkret, schauen wir uns jetzt auch mal an. So, was sagst du? Ja, so heftige Verbesserung. Vor allem bei den Beinen ist noch mal einiges gegangen. Richtig massiv geworden, vor allem von vorne. Auch von hinten sehen sie um einiges besser aus. Ich finde auch, dass die Brust noch mal ein bisschen voller geworden ist. Ja. Hintere Schultern sind krass gekommen. Also jetzt ist wirklich auch von hinten das Einzige, was man noch bemängeln dürfte, halt der Lat. So. Ja, ja. Also Lat, also auch wirklich für die Schultern. Das war ja immer so ein bisschen so deine Schwäche, hat man gesagt. Aber jetzt sind die also wirklich super aus. Sind gut ausgemerzt. Ja. Ja. Ja, Arme natürlich immer noch pervers, also da hat sich nichts verändert. Ja, Gott sei Dank, also wenn die noch mal mitgewachsen wären, wäre es für die Physik vielleicht nicht ganz so vorteilhaft gewesen. Nee, also für Classic-Physik sehe ich da sehr gute Chancen bei dir. Vor allem mit der Vakuumpose, wenn du die hittest so mit der hier, das ist das Money. Das Money-Shot. So muss das sein, Leute. Ich sage danke, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Die Zeit genommen hast, ausnahmsweise mal länger als 75 Minuten zu trainieren. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ja. Und lasst gerne einen Daumen da, schaut bei Misha vorbei. Check den Link in der Beschreibung. Für gratis Produkte, ihr wisst Bescheid, was ihr machen müsst. Ansonsten war's von uns. Bis dann. Ciao, ciao.